Der Kaugummi ist steinhart. Damit der wieder weich und klebrig wird, okay, muss ich jetzt tatsächlich nochmal zurück zu dem. Sonst kann ich ja nichts mehr hören. Was? Yeah. Der eine will Toilettenpapier, der andere will noch Unterbüchs, die aber getragen hast. Oh. Was ist das denn für ein Karton? Er weiß nicht, was. Das ist eine Wirt. So wie dieser Cyberspace? Ja, was? Muss sowas von aus den 80ern sein. Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Oh, der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Das sagen sie alle. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur $299.99 eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung zu besonders günstigen $19.99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Softwareschäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Okay, ich denke mal darüber nach. Mhm. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Alles ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Eine Linse. Okay. Was gibt's? Auch nichts. Vielleicht mit ihm auch einzureden? Was gibt's? Ja. Auch nichts. Dafür braucht man wohl. Gut, ich muss irgendwas in einen Einklang bringen, von dem ich gerade keine Ahnung habe, wie man das in Einklang bringen soll. Thermobecher. Scheint kaputt zu sein. Auf dem Zapfhahn steht... Das ist gut so, wie es... Schon der Anblick löst... Die Scheibe ist aus Plastik. Scheint sehr stabil zu sein. Spiel bloß... Schon der Anblick löst bei mir Unheil... Besser nicht. Geld ist nicht im... Das ist gut so, wie es ist. Nein, das nicht... Wirkt überwiegend tot. Da hängt nichts, was mit... Du siehst aus, als hättest... Ja, du hättest das Glas auch noch mal wieder nehmen können, oder wer weiß. Danke, Larry. Ah. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt... Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht.
Okay. Ich muss. Ja, ich würde ja gerne, ging nur nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Sieht so aus, als hätte da mal ein Poster gehangen. Da ist nichts drin. Schade eigentlich. Da kommt was raus. Call of Duty. Was kann ich hier jetzt machen? Das ist keine gute Idee. Ich scheitere schon am ersten Rätsel, quasi. Fest verschlossen. Und dann noch irgendwas zu sagen? Kann ich dir helfen? Also. Wie läuft dein Bein? Ein paar Leute haben über Magenschmerzen. Ach, das waren's. Und jetzt sind auch noch die Rohre. Ich verstehe. Ah, das wäre großartig. Hier hast du den Schlüssel fürs Hinterzimmer. Aber sei leise. Oben drüber. Keine Angst. Du musst den Braukessel wieder den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war? Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Bis später, Lefty. Okay, Schlüssel haben wir. Hinterzimmer. Los geht's. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel? Na ja, nicht. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Mhm. Lefties frische Wäsche. Immerhin zieht er sich offenbar regelmäßig um. Seit wann trägt Lefty denn? Ah, das muss dieser Aaron gehören. Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Brauwaschmaschine. Mhm. Hier wurde mal die Wand. Macht jeden Stoff noch weicher oder Geld zurück. Geschlossen. Aber ich. Klopf, klopf! Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür auf! Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Frischgewaschenes Höschen. Das ist hier wahrscheinlich zu kratzig oder so was. Hier, Wasser Rose. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Einmal. Mhm.
Das ist gut, so wie es ist. Hm. War klar. Perfekt. Hast du Landpapier? Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Okay. Mädel. Ja, sie hat... Ich möchte da nicht... Auch eine Art Unterwäsche. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch, aber Lefties unter... Nur noch unter... Mülltüte mit gebrauchten Höschen. Habe ich jetzt alles, was ich brauche? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir eine Mülltüte in die Hand drücken soll. So, über. Unter. Aber erstmal das Klopapier. Deutlich gebraucht. Hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Klar. Ich rieche nur zur Sicherheit daran. Was soll's? Und das Toilettenpapier ist so weich. Fühl mal. Geil. Kriege ich auch was davon ab? Niemals. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timber-Ding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein P-Phone. Hier. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes P-Phone und veröffentliche deinen Browserverlauf. Okay, damit ich dir das perfekte Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Name? Larry Laffer. Spitzname? Stefan. Oh, Standardman. Schwanzenus Longus. Orange Lizard. Sex Machine. Oh Gott. Alles scheiße. Larry Laffer, Spitzname Stefan. Ständerman. Ständerman. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Beruf? Oh. Schaffhornversteher. Spieleprogrammierer. Spieleprogrammierer. Ich trage einfach IT-Spezialist ein. Darauf stehen die Frauen. Ja, und steigen sie deswegen auch dauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Ja, den Schlüssel zu deinem Herzen und den bindest du deiner Vergangenheit. Ja, ist klar. Ich hab wirklich gar nicht schlecht. Ist das dir alles echt? Kannst du. Hallo, ich bin's. Da hat er eigentlich ich bin's schreiben müssen. Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Das passt zu dir, Alter. Oh. Man ist so jung, wie man sich fühlt.
Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Um Gottes Willen. Aal, Biber. Muschi. Biber. Meine Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Meistens Mann. 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 Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Ja, bitte. Ich bin da nicht so wählerisch. Okay. Ich trage mal bisexuell ein. Dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Timber. Naja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Gott. Sagen wir lieber Scroonicorn. Das ist gerade in. Okay. Jetzt nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter. Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst, oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prune hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufenes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Wow, das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha, das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Leffer. Pi, was ist mein aktueller Score? 5. Ha, es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Okay, Tipper, okay. Max Hart. Nur das? Nein. Die Kiffen und alle Platten waren ja von mir aus. Nope. Wie funktioniert das hier? Nope. Das ist nicht mein Ding. Ja. Pascha, das ist doch die. Ja, passt. Der ist doch schon.
Okay. Aber keine Matches. Kann ich jetzt wieder, kann ich jetzt woanders hinfahren? Oder? Nee. Oder muss ich jetzt tatsächlich alles annehmen? Ja, die auch noch. Ja. Und jetzt gab es ein Match. Okay. Okay, das geht nicht. Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Matches, alles klar. Die, mit dem man es natürlich nicht erwartet hätte. Dick Rider. Lemma Tarnia, okay. Okay, jetzt habe ich neue Sachen, okay. Wo läuft die Sonne? Aber ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgenommen und das will ich für YouTube ja veröffentlichen, deswegen ein paar Folgen, ein, zwei Folgen sollten das jetzt schon sein. Ja, mal gucken. Ich werde aber den Stream jetzt auch ausmachen, ist kurz nach 11. 3 Stunden, 3,5 Stunden gestreamt. Passt. Da ist der Hund, der wahrscheinlich das Kaugummi weich kochen kann. Gut. Das erfahren wir aber dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich weiß nicht genau, wann ich weiterspiele. Mal sehen.